Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Wir sind hier direkt in der Nacht, wie immer. Ernsthaft. Warte mal, ich habe da eine Uhr. Ich habe doch das Supporter-Paket Nummer 1. Das bedeutet, wir können die Uhr nachgucken. Ego-Perspektive, na, wo ist er denn? Muss ich hier das Hemd ausziehen oder was? Hallo, das geht nicht. Oh, jetzt. Geht mir den Arm weg. Jetzt nochmal. Geht nicht. Ich weiß, hier halt auf dem Boden wieder egal. Ich will jetzt die Uhrzeit sehen. Habe ich noch Handschuhe an? Nee, meine Handschuhe sind weg. Tja. Aha. Ui. Mitternacht. Ernsthaft? Original. Pünktlich wieder eingeloggt. Na, wie spät habe ich es? 18.30 Uhr. Realzeit. Holy shit. Ja, mach's doch weg. Wie geht denn das jetzt hier? Muss ich immer nach vorne laufen, damit er den Arm wegmacht? Oder was? Luit, ihr seht es mir, Leute. Selbst. Ja, Leute, ihr seht es mittlerweile. Bäh. Voll am Sabbern hier, Junge. So, wir reißen uns am Riemen. Wir sind ein Bandit. Es ist dunkel. Also umschleichen wir hier die Städte. Ja, und in der letzten Folge ist mir doch aufgefallen, dass hier so ein Gymnasium ist, Leute. Ich denke, ich drehe durch, weil da war ich ja noch nie. Deswegen habe ich mir gedacht, das gucken wir uns jetzt mal als Spieler an. Aber erstmal gehen wir ein Schnitzel essen hier in den Partyraum. Haben sie das irgendwie umgeändert? Hier waren doch vorher Laserdinger dran, ne? Ey, die sind weg, Leute. Und der Name Scoom wurde doch irgendwie auf den Boden geknallt. Wisst ihr das noch? Hm, haben sie alles ausgemacht, wa? Spart Ressourcen. Hat zu doll geleckt. So, aber hier gibt's Braten, Alter. Und das müssen wir uns gönnen. Hier, geräuchertes Gänsefleisch. Ist das nicht genial? Boah, B4, B5. Warte mal, das nehmen wir alles mit hier. Also, wenn wir hier langfahren, dann muss man das auch ab und zu mitnehmen. Da ist sogar hier das Bond ein Bierchen. Hier ist ein Natursekt. Was steht da dran? Out of order, we shoot the DJ. Bring your eigene Musik dran. Jo, wir bringen unsere eigene Musik dran. Geht gar nicht mehr als Defekt hier, Alter. Warte, wir haben unsere eigene Musik. Willkommen auf LP Radio. Wir haben hier nur für euch die beste Mucke am Start. Aber das geht nur, Jungs, wenn ihr Geiz wisst. Also haut jetzt auf Mitglied werden, Button und gönnt euch. Ja, gönnt euch, haut auf Mitglied, Button. Oh, ist das laut. Ich hab wenigstens Musik am Mann, ja. Will ich eine Brille? Da-di-da-du-da-di-da-du. Schmackhaft aus. Das war's, oder was? Brauchen wir nicht. Okay, das war der Schweineladen hier. So, dann gehen wir mal zum Gymnasium. Auch wenn es Nacht ist, Leute. Ein bisschen was können wir ja sehen, ne? Erst noch mal eben kurz ein Fleischstück, Alter. Das ist ja der Hammer, ey. Boah, ich brauch was zu trinken. Ja, das hier ist das Gymnasium, Leute. Denke ich mal. Tschisch. Noch eingesperrt, die Leute, so wie es sein muss. So, guck an. Hier haben wir diesen Sportplatz. Junge, hier war ich noch nie, Leute. Unglaublich. Da haben wir ja Glück. Warte mal, ich kann ja hier, oh, ich habe gar keine Taschenlampe mehr. Habe ich die verloren? Ja, wir haben gar kein Licht mehr, Leute. Unglaublich. Nein. Ja, nehmen wir mal mit. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die
Gibt's hier nix, ey? Was ist denn das? Hier, wir haben Licht. Könnt ihr sehen, Freunde. Oh, das ist ja schlecht, oder? Können wir gar nichts sehen. Aber so hält er die doch gar nicht. Aha. Warum hält er das denn genau vor den Augen? Wie komme ich hier raus? Dort. Ja, das ist es. Guck an, hier war ich wirklich noch nie. Gymnasia, also ich denke mal, das heißt wirklich so, wa? So, und hier gönnen wir uns jetzt mal, Freunde. Gut, dass ich da den einen Spieler hier gesehen habe, ne? Sonst wüsste ich bis heute nicht. Dass hier noch so eine olle Schule ist, ne? Was hat der denn hier? Gar nichts, wa? Schmodder. Keine Zombies hier oder so, ne? Sehr schön. Jetzt kann ich sagen, hier war ich auch mal. Basketballhalle. Gruseligen Basketballhalle. Schnipsel habe ich, nehme ich aber mal mit. Man muss ja auch an die anderen Banditen denken, nicht wahr? Ist echt dunkel, oder? Dann kann ich schon fast Nachtsicht benutzen, ne? Holy shit. Das Nachtsicht hat aber irgendwie so diese... Ist ein bisschen zu hell, so konzentriert, ne? Das ist ein bisschen Tick zu hell. Irgendwie, oh. Mann, was ist denn da? Hängt man da am Korb fest, Leute? Alles? Das hier glaube ich nicht, ne? Ja, doch. Doch, das hatte ich, ne? Dinger hier. Naja, hatte ich das? Da links bin ich rumgegangen, oder was? Guck lieber noch einmal mehr rein als wenig. Ja, Spaß. Okay, also es ist nichts hier. Wir können auch keinen Ball bewegen oder sowas. Ich weiß nicht, es ist ein Zwischending. Einfach wieder zu hell dann, das Nachtsichtgerät jetzt hier, ne? Und auch kein Alien raus aus der Röhre oder sowas. Geister gibt's ja auch nicht. Umkleidekabine. Oh ne, das ist wieder so klar. Eine Nacht und Gewitter, wenn ich online komme. Halt ätzend, Alter. Und dann blinkt das noch. Guck mal, wir sind drin, Alter. Und das blinkt, es blitzt so dumm, ne? Ich mach nicht lange, Alter. Ich mach gleich wieder aus. Ich mach gleich wieder aus. Na, warte mal, Putzlappen. Blip. Da brauchen wir noch nicht.
Ja, ist das Gewitter abgehauen? Ich habe gedroht, ich mache früher aus, ne, wenn das mich jetzt hier rum nervt. Wieder eine Fackel. Ein Mützelchen. Toiletten. Umkleide Frauen, umkleide Herren ist es vielleicht gewesen. Die Anmeldung. Oha, ein Dings hier. Leckerer Zuckerriegel, aber ich brauche was zu trinken, wie gesagt. Hm. Irgendeine Geheimtür oder sowas? Gar nichts. Mitternacht. Bin wir wieder da oder was ist das da? Null. Germany. Mann, ich sehe nichts. Das Gewitter ist immer noch. So, ich halte mal eben kurz eine Rede. Ihr klein, klein, dreckigen. So, jetzt habt ihr was gelernt. Licht war auch gar nichts, ne? Zum Loot oder so? So, lass uns mal gucken, hier hochgehen. Batterie ist okay, stable. Aha, sogar ein Balkon. Los. Servus. Ich brauche nur noch 5 Mitglieder. Also supportet gern unseren Kanal. Was denn einmal betteln wird hier wohl am Tag erlaubt sein? Ach, stellt euch wieder an, Leute. Mein Gott. Man kennt ihn. So, weiter geht's. Auf unserer Tour hier. Irgendwie andere Schränke, aber die kann man gar nicht öffnen. Müll will ich nicht wühlen, da geht's nochmal weiter hoch. Hm. Ist verriegelt. Also dieses Stockwerk bietet ja nicht so viel, ne? Muss man mal so sagen. Gibt hier noch einen Schlingel hier unter der Treppe? Oh ja, was zu trinken brauchen wir, ne? Karottensaft mache ich sowieso. Ich habe jetzt sogar Karottensaft im Kühlschrank stehen. Trinke ich morgens über ein Glas. Also wenn ich es denn da habe. Falls ich es mal da. Hm? So, das Ding wird praktisch abgestellt hier. Puh, da. Ach, hier ist schon das Dach. Hä, wie kann das denn sein? Das ist ja ein Riesengymnasium mit nur 2 Klassen, ne? Muss ja irgendwas übersehen haben, oder? Wieso bin ich hier jetzt schon auf dem Dach? Also das da unten ist die riesen Turnhalle, dieser Block hier, ne? Da sind die Klos. Ja.
Also, merkwürdig. Eine Räumlichkeit habe ich wohl übersehen. Das ganze Gebäude, das hat ja dann nicht so viel zu bieten, ne? Die Turnhalle unten der Highlight, war der Rest. Also das Stockwerk eben, da war ja gar nichts, oder habe ich mich da. Die Sterne hier. Denn, würde ich hier. Da waren wir überall. Hier ist da auch wieder nix. Das ist ein Zombie. Ich darf nicht zu viel rennen, dann kommen die Viecher immer, ne? Ja, hier war ich aber noch nicht, oder was? Das ging über vom Balkon. Habe ich die Tür übersehen? Lul? Bibliothek, Alter. Guckt euch das mal an. Was haben wir denn hier für Dokumente? Historie of Germany. Oha, da haben wir gleich hier. Ein Geschichtsbuch von Deutschland, Leute. Unglaublich. Physik. Atlantik. Medizin. Aha, alles sehr interessant. Ihr seht selbst. Ja, die bringen nicht viel, also. Karteikarten. Kann man auch nichts wühlen. Hier so ein Telefon hatte ich auch mal mit Wählscheibe. Ah, hier liegt auch nichts, eine Schere. Ich müsste jetzt so ein Geist so lang fliegen. Aber Freunde, wir finden nichts. Wer hätte es gedacht, Mann? Täh. Geht da vor die Türen hier, oder was ist das? Ich Reißleine hier. Geheimgang? Manu. Gibt's hier keinen Geheimgang? Ah, Katalog. Sonst ist hier nichts. Ne? Ich habe das früher auch gemacht. Bibliotheken verwalten und so was. Karten rausgegeben und so ein Zeug. War ganz lustig. Karteikarten schreiben. Okay, habe ich noch irgendwas übersehen? Aber hier war ja nun mal nichts. Ne? Die Tür war verrammelt und das Ding ist leer. Hm. Jetzt haben wir halt die Schnauze da draußen. Es ist nachts, wir wollen schlafen. Okay, also hier finde ich ganz interessant, so mal abwechslungsreich. Die Bibliothek da oben fand ich ganz lustig. Und dann diese Sporthalle hier, diesen Basketballraum, sage ich mal. Gingy. Ansonsten hält mich hier nichts mehr auf. In diese Schule hier. Kein Bock mehr zu. Die Zeiten sind vorbei. Obwohl man lernt ja das Leben lang, aber trotzdem. Aber so ein Lernen jetzt hier in der Schule so, weiß nicht, habe ich auch nicht mehr so wirklich Lust zu, oder? Habt ihr da noch Lust zu? Was gehört? Hm. Mysteriös. Ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche geilen Häuser hier oder Ortschaften, die wir so noch gar nicht kennen, ne? Weil man fährt hier mal lang, man guckt auch in einige Häuser, aber eben nicht in alle, weil die Stadt, die Großstadt, wo wir hier uns befinden, die ist ja ziemlich groß. Sonst wäre es ja keine Großstadt. Lul. Das ist die Vienna Street. 90. Ja, und dieses Gymnasium ist da so ein bisschen versteckt, so würde ich mal behaupten. Wa? Also, fällt eigentlich kaum auf, ne? Aber dennoch ist es ein ganz anderer Komplex als die Häuser, die man sonst hier so sieht, ne? Das ist spannend. Oh mein Gott, wir sind auf dem Friedhof gelandet, Leute. Und hier hätte ich das ganz gerne, dass man hier öffnen kann.
Ja, und dann mit einer Chance hast du Loot, ne? Wie eine Lootbox halt. Und wenn du Pech hast, dann kommt dann Zombie manchmal raus. Das wäre doch cool. Oh ne, ernsthaft jetzt? Also dusseliger Regen hier. Oh, da oben ist ein Wasserhahn. Da hänge ich gleich mal den Rüssel ran, würde ich meinen, ne? Oh gut, Freunde, dann würde ich sagen, war das ja auf jeden Fall mal wieder ein Hotspot, den wir so gesehen haben. Und dann, liebe Freunde, wenn ihr hier nicht schon liegt mit eurer Spielfigur, dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann, bis dann.